Selzer TV wird unterstützt von der Tanzbar Wechselschritt, der Stadt Geseke, dem Schuhhaus Zehanschuk, der Firma MEG, der Dienstleistungsgruppe Salzkotten, der Bäckerei Lange und der Volksbank Büren Salzkotten. Neujahrsempfang der Stadt Geseke. Endlich nach einer zweijährigen, durch Corona bedingten Pause hatte Bürgermeister Dr. Remco van der Velden wieder zum Neujahrsempfang der Stadt Geseke eingeladen. Im Festsaal des Gymnasiums Antonianum konnte Geseke Stadtoberhaupt dann ein volles Haus begrüßen und mit einem positiven Zahlenwerk aufwarten. Der heimliche Star dieser Veranstaltung war jedoch eine 15-jährige Schülerin, Sängerin Marianam Camara, die mit einer tollen Performance für wahre Begeisterungsstürme sorgte. Doch zunächst galt es, die vielen Gäste zu begrüßen. Diesmal wieder, wie schon früher, nach altem Brauch mit einem Händedruck. Und das tat er gerne, Bürgermeister Dr. Remco van der Velden, der hier von seinen Stellvertretern und seiner Gattin unterstützt wurde. Und wie es sich für einen guten Gastgeber gehört, wartete auch ein Gläschen Sekt auf die Besucher. Ja, Geseke 1822, das war einmal. Heute stellt sich die Stadt am Hellweg als eine überaus erfolgreiche Stadt mit einer gut funktionierenden Infrastruktur vor. Wer mag es da dem Stadtoberhaupt verdenken, wenn er das auch mal einem breiteren Publikum vermittelt? Für den Kaufmann reicht diese Folie zusammen mit der übernächsten eigentlich schon aus. Wir haben jetzt das 8. Jahr in Folge mit Millionen Überschüssen und alles dient nach wie vor dazu, unsere Investitionen zu finanzieren. Sie wissen, nach wie vor muss viel getan werden an den Schulen, an den Feuerwehren, am Rathaus. Ich komme zu den verschiedensten Projekten. Planungen sind zum Teil begonnen und beginnen in diesem Jahr weiter. Unsere Stadtwerke sind wirklich eine Erfolgsgeschichte. Wir nähern uns den 4000 Verträgen für Gas und Strom. Wir verkaufen nur regionalen Ökostrom. Wir haben 150 Wallboxen verkauft. Wir haben über 50 Wohnungen in der Vermietung. Unsere Stadtwerke sind eine Erfolgsgeschichte und auch die Gewinnabführung, die wir im Haushalt haben, ist gerne genommen. Sie ermöglicht uns nämlich in Zukunft zusätzliche Schulden aufzunehmen. Und das, nachdem wir eigentlich jahrelang Schulden abgebaut haben. Zu den nächsten Zahlen und dann soll es das auch mit den Zahlen gewesen sein. Hier sehen Sie die Finanzlage. Eigenkapital ist das eine, Finanzen ist das andere. Und auch da sehen Sie seit 2014, wo wir 21 Millionen Euro Schulden hatten im städtischen Haushalt, da kommen noch die Schulden des Abwasserwerks hinzu, nähern wir uns jetzt der Netto-Null-Schulden. Hat Sedus auch hier am Standort zweistellige Millionenbeträge investiert und eine große neue Halle gebaut. Die sehen Sie nur nicht, wenn Sie an der B1 vorbeifahren. Sie müssen einmal mit dem Zug am Sedus-Gelände vorbeifahren. Fast auf kompletter Länge hat es eine große neue Halle gegeben. Das jetzige Grundstück von Sedus ist damit ausgelutscht, wenn man so will. Aber in dieser Halle passt auch verdammt viel rein. Und auch Sedus wird in den nächsten Jahren in riesigem Umfang in Geseke weiter investieren. Und steht zu unserem Standort. Auch da herzlichen Dank an die Firma Sedus. Im dritten Teilbeschluss haben wir dann auch das freundliche Angebot des Landes übermittelt durch die Bezirksregierung angenommen, dass wir, wenn wir bis 2026 in der Lage sind, einen Großteil von 8 Millionen Euro auszugeben für ein neues Rathaus, man uns auch 8 Millionen für ein neues Rathaus gönnen wird. Diese 8 Millionen können wir uns eigentlich nicht entgehen lassen und das hat dann auch die überwältigende Mehrheit im Rat überzeugt, sodass wir uns jetzt parallel noch Mühe geben werden, ein Rathaus, das eigentlich im Zeitenplan erst für in 6-7 Jahren vorgesehen war, jetzt irgendwie auch noch parallel zu schultern. Dann bedanke ich mich nochmal, dass Sie heute gekommen sind. Sie sind natürlich herzlich eingeladen, gleich noch einen Moment zu bleiben. Wir freuen uns alle jetzt nochmal auf die letzten Lieder der Schulband. Geben Sie nochmal einen ganz großen Applaus an die Schulband der Sekundarschule. Featuring Felix von Antonianum. Ja, und sie sorgten dann auch für die Gänsehautmomente an diesem Tag. Die Schulband der Sekundarschule Geseke mit ihrer Sängerin Mariana, die Leonard Cohns Weltsong Halleluja so emotional interpretierte. It's goes like this, Hallelujah, hallelujah.
Viel Applaus für Mariana, dafür gab's von Frau Mama ein Küsschen und die ganze Familie war stolz auf Mariana. War Sante Gieseckes Bürgermeister im vergangenen Jahr beeindruckt und was steht in diesem Jahr auf der Agenda ganz oben? Also mich hat sehr beeindruckt, wie wir nach Corona jetzt doch wieder ans Laufen gekommen sind, das Vereinsleben überall wieder losgeht. Hier heute beim Neujahrsempfang war der Saal ja auch brechend voll. Da gab es auch viele Befürchtungen, ob unsere Gesellschaft, ob unsere engagierten Mitbürger alle wieder zurückkommen. Ja, sie sind alle wieder zurückgekommen. Das finde ich hervorragend. Die Top-Priorität hat ganz eindeutig das Bauen der Schulen und der Kindergärten. Wir müssen jetzt die Grundschulen bauen, wir müssen die Sekundarschule umbauen. Die Kindergärten müssen aufgestockt werden. Das hat absolute Prio und es würde mich sehr, sehr freuen, wenn wir da endlich einen großen Schritt vorankämen. In Gieseke kann man zupacken und wer zweifelt daran, dass man auch hier mit dem Kindergarten und Schulbau vorankommen wird. Und auch das gehört unbedingt zum Neujahrsempfang der Stadt Gieseke. Die Menschen der Stadt im Gespräch und hier konnte man auch noch einmal ausgiebig über die Themen der heutigen Bürgermeisterrede diskutieren. Es geht einfach nichts über ein gutes Miteinander und das scheint hier der Fall zu sein. Selzer TV wird unterstützt von Niggemeier, Treffpunkt Küche, Westenergie, Rewe, Apotheke am Salinenhof und Ratsapotheke im Heda Center, Moltec, Kaffeerösterei Benzlips und der Stadt Salzkotten.